Daniel dabei zu erleben, wie er Lehrer ist. Und es war keine Sekunde langweilig, so, weil es einfach witzig war und weil er so in seiner Rolle aufgeht, in seiner Rolle ich, das ist echt, mich selbst zurückgeworfen hat in, ey, es ist, was du über Menschen denkst, ist niemals das, was wirklich drinsteckt. Und eben auch mich darauf einzulassen und zu sagen, ey, wow, das ist eine coole Nummer, das ist cool erklärt. Es zeigt mir, dass man einfach mal an sich selbst glauben muss und damit alles erreichen kann. Und das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um selber Lehrer zu sein. Ich bin Mimi Neumann, bin Märchenerzählerin vom Beruf und war in sehr vielen Schulen und in Kindergärten unterwegs. Und da ist mir halt aufgefallen, wie frustriert manche Kinder sind und wie sehr sie es brauchen, dass immer jemand zuhört. Und weil ich, nachdem ich ein paar Mal auf Märkten, Mittelaltermärkten war, gedacht habe, gut, mit 50 wirst du das nicht mehr körperlich durchhalten, habe ich mir überlegt, was ich sonst machen kann. Und fand es eben gut, den Kindern, denen ich begegnet bin, auch helfen zu können. Und dadurch habe ich gegoogelt, Kinder- und Jugendcoach. Ich habe von einem Potenzialentfaltungstrainer schon gehört durch Videos von Gerald Hüther. Und das hat mich schon immer total angesprochen. Coaching ist für mich ein intuitives Begleiten. Zu wissen, ich habe definitiv sehr professionelle Methoden an der Hand, aber ich verliere darüber hinaus nicht die Intuition, auf den Menschen einzugehen. Also es geht nicht nach Fahrplan F, so muss es sein, Schema, sondern es ist immer noch sehr viel Gefühl und Verständnis dabei, halt auch bei den Menschen zu sein und mit denen diesen Weg zu gehen. Und dafür eben dieses Buffet, einfach wie es immer auch genannt wird, dieses Buffet an Methoden zu haben. Und das gibt eine gewisse Sicherheit, dieses Buffet zu haben. Aber ich glaube, diese Intuition, das ist das, was auch IPE ausmacht. Also ich erlebe das ja bei meinen eigenen Kindern. Ich fange ja auch schon an, bei meinen eigenen Kindern so ein bisschen rumzudoktern. Dadurch, dass die Kinder den Willen dazu zeigen, also das Ja geben ein, glaube ich, kommen die in so eine Situation, wo die echt am Schauen sind über ihr eigenes Potenzial, so wie mir es zumindest, einfach zu schauen, ey, was ist möglich, wenn alles möglich ist. Und ich glaube, den Kindern gibt es eine Zuversicht. Es ist ein schönes Gefühl, wenn ihnen zugehört wird und wenn man nach ihren eigenen Träumen gefragt wird und nicht bloß was draufgedrückt wird, was mit Leistung zu tun hat, sondern einfach auch, wenn Glück aus ihren Augen strahlt. Ja, es ist für mich zu so einem kleinen Guru geworden. Ich habe einige kleine Gurus, die sitzen ja alle auf meinen Schultern. Das ist auch ganz leicht, weil die erheben mich eher, als dass sie mich niederdrücken. Und Daniel gehört definitiv dazu. Einfach durch seine Art zu sein, weil er so natürlich er selbst ist, dass es einfach nur sympathisch sein kann.